Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Culture Talks hier auf München TV. Ja, wir sind heute im Depot des Abgussmuseums und wir waren bereits vor wenigen Wochen hier im Abgussmuseum für eine Sendung. Da ging es um das antike Olympia in München und in der Sendung waren diese beiden Büsten zu sehen. Und was es jetzt mit diesen Büsten auf sich hat und warum wir wieder hier sind im Depot diesmal, denn die Ausstellung ist bereits abgebaut, das erzählt uns jetzt Dr. Andrea Schmölder-Veit, die Leiterin des Abgussmuseums bzw. eine der Leiterinnen. Was hat es denn jetzt mit diesen Büsten zum einen auf sich? Was ist das Besondere an diesen Büsten? Wir haben beide Büsten in der Olympia-Ausstellung gezeigt, wie Sie schon gesagt haben. Einmal diese Büste hier. Es ist ein Zinnabguss des Originals und zeigt das Original genau in dem Zustand, wie es auch gefunden wurde, nämlich mit dieser eingedellten Gesichtshälfte. Da bekommt man aber keine gute Vorstellung, wie das Original ursprünglich, als es in Olympia aufgestellt war, ausgesehen hat. Deshalb hat der Restaurator, der den Abguss damals gemacht hat, das war eben kurz vor der Olympia-Ausstellung 1972, also es war 1971 damals, eine Rekonstruktion hergestellt mit der Gesichtshälfte, die wiederhergestellt ist, und auch den beiden Augen, sodass man eine Vorstellung davon bekommt, wie dieser Knabe, man weiß, dass es ein Junge, ein Knabe war, der hat hier auch eine ganz typische Stirnfrisur, Stirnknoten, wie er damals in der Antike ausgesehen hat, als die Figur mit, zusammen mit der kompletten Statue als Weihgestänk im antiken Olympia aufgestellt war. Jetzt haben wir das damals in der Sendung gar nicht thematisiert. Also diese Büsten haben wir nicht erklärt. Die waren ganz kurz zu sehen, in kurzen Sequenzen. Und dann ist aber Folgendes passiert. Genau. Die Witwe des Restaurators, der beide Abgüsse hergestellt hat, der Restaurator heißt Bernhard Rhein und seine Witwe, Frau Dr. Ursula Zinkrein, hat den Culture Talk gesehen und gleich die Köpfe erkannt, die ihr Mann ihm damals im Abguss hergestellt hat. Sie hat daraufhin Kontakt zu uns aufgenommen, hat uns erst eine E-Mail geschrieben, dann haben wir gemeinsam telefoniert und sie hat uns erzählt, dass sie noch einen richtigen Schatz ihres Mannes zu Hause hat. Und so kam es, dass wir dann zu ihr nach Erlangen gefahren sind, um uns diesen Nachlass ihres Mannes anzuschauen. Und da ihr ja selber gedreht habt, schauen wir uns jetzt an, wie die 84-jährige Dr. Ursula Zinkrein überhaupt auf die Idee gekommen ist, ihre Stücke dem Abgussmuseum zu vermachen. Ja, genau. Ich habe also diesen Film gesehen und sofort den Kopf erkannt. Zwar mit Augen, aber ich wusste, dass es dieser Kopf ist. Und ja, einer steht ja noch im Museum in Olympia, auch mit Augen ausgestattet. Und ja, das ist quasi das Erkenntnisstück gewesen, wo ich eben dann die Assoziation zu meinem Mann gleich gemacht habe. Ja, wir sind jetzt hier mitten beim Auspacken der Schätze. Und bei mir ist jetzt die zweite Leiterin des Abgussmuseums, Dr. Nele Schröder-Griebel. Hallo. Jetzt habe ich hier Fotos in der Hand. Zunächst würde mich aber erstmal interessieren, diese Schenkungen, die wir jetzt auch auf dem Tisch schon teilweise ausgepackt sehen. Welche Bedeutungen haben Sie, diese Schenkungen fürs Haus? Solche Schenkungen sind ganz wichtig für uns, weil sie unseren Bestand oft mit ganz bestimmten Spezialbeständen bereichern. Diese Schenkung ist deswegen wirklich ein Highlight, weil sie unsere Sammlung nicht nur bereichern, sondern wirklich ergänzen. Sie gehören ja zu Objekten, die wir bereits im Bestand haben. Das Besondere dabei ist auch, dass wir eben diese Dokumentation mit diesen Fotos zum Beispiel haben. Das heißt, wir können die Entstehungsgeschichte von diesen und bereits Objekten, die bereits in unserer Sammlung sind, erzählen. Diese Fotos zeigen offenbar den Gatten, Herrn Bernhard Rhein, so heißt er, glaube ich, und Dr. Ursula Rhein, Zinkrein, wird uns nun einmal erzählen, was man da auf den Fotos sieht, und zwar höchstpersönlich. Hier sieht man meinen Mann, Bernhard Rhein, mit der Silikon-Kautschuk-Form des Knabenkopfes. Und beim nächsten Foto sieht man, wie diese Form aufgeschnitten wurde und der abgegossene Kopf zu sehen ist. Hier ist nochmal ein geöffneter, das ist der geöffnete Kopf. Und hier sieht man dann
Bernhard Rhein mit dem fertigen Kopf, der aus Zinn gegossen wurde und dann noch patiniert wurde. Und auch hier auf dem Tisch liegen noch einige Schätze, die wir noch gerade ausgepackt haben. Sie haben, glaube ich, noch einen verpackt. Was ist denn da noch drin? Hier haben wir zum Beispiel so eine Hirschstatuette, eine Votivstatuette aus dem antiken Olympia. Das ist tatsächlich ein Stück, was wir so noch nicht haben in der Sammlung. Also wirklich ein Neuzugang für unser Museum. Und das ist so bei dem zweiten Objekt auch. Hier haben wir auch aus Olympia eine Trense mit diesem Pferdeköpfchen. Also ganz wunderbare Objekte, die wir bisher noch nicht hatten. Wir haben aber auch Altbekanntes bekommen, aber mit besonderem Wert. Zum Beispiel diese zwei Pferdchen. Hier sehen wir, wie Herr Rhein tatsächlich gearbeitet hat. Das ist das Pferd im Abguss von Herrn Rhein im Originalzustand. Und hier sehen wir, wie er an den Stücken gearbeitet hat, nämlich dieses zweite Pferdchen, was wir aus Erlangen bekommen haben, hat rekonstruierte Hinterläufe, also wirklich ein Unikum, was es bisher so noch nicht gab. Was wir auch bekommen haben für ein Abgussmuseum, ganz besonders wichtig, sind Formen. Das sind diese großen Objekte. Ich kann mal eine aufmachen. Das sind diese Formen mit dem Silikonkautschuk, die damals herein hergestellt hat, ein neues Verfahren. Hier sieht man die eigentliche Form und hier sieht man, wie das Innere, also das Negativ, aussah. Das ist also ein wahrer Schatz für ein Abgussmuseum, weil wir einfach die Geschichten der Stücke nachvollziehen können. Mein Mann Bernhard Rhein, er war als Bildhauer ausgebildet, er war auf der Kunstakademie in Nürnberg unter dem Professor Wimmer, ein bekannter Bildhauer aus München, und bekam aber dann Ende der 60er Jahre diesen Auftrag in Olympia, diese Abgüsse zu machen, und hat lange Zeit für Olympia gearbeitet, beziehungsweise für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Museum in, oder der, die Archäologische Gesellschaft in Athen. Und Ihr Mann hat ja nicht nur Zinnabgüsse gemacht, sondern half auch bei Restaurierungen, genau, in Olympia. Eben in der Grabung wurden einige Häuser oder Bauwerke wieder aufgerichtet, unter anderem beim Hera-Tempel eine Säule, dann das Schatzhaus der Sikioner, dann die Basis der Nike des Pausanias. Was mich jetzt noch interessieren würde, was passiert denn nun mit dieser Schenkung eigentlich? Ja, zuerst werden wir die Objekte restaurieren, säubern, neu montieren zum Teil. Dann werden wir sie natürlich noch erforschen müssen, weil wir noch nicht alles genau zuordnen können und auch diese technischen Fragen klären möchten, was diese Formen anbelangt. Und dann wollen wir das natürlich auch publizieren. Wir wollen also diesen Schatz veröffentlichen. Und genau, dann werden wir als letztes an die Präsentation für unsere Besucher gehen. Publizieren übernehmen wir. Wir schauen uns aber noch mal an, was Sie sonst so alles geschenkt bekommen. Gerne. Ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass das Abgussmuseum einst sich im Hofgarten befand. Dort wurde es zerbombt und Frau Schmölder-Veit, vielleicht die Frage, was ist mit den Stücken passiert? Sind die alle kaputt gegangen? Das wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen nur, dass 1945 das Museum komplett zerstört wurde, wahrscheinlich aber vor allem die Räumlichkeiten. Es standen wohl auch noch Abgüsse dann in den kaputten Räumlichkeiten. Die sind dann nach und nach zerstört worden. Aber hier sehen wir einen Abguss, der damals im Museum stand und den Professor Lippe, der an der TU gelehrt hat, 1945 aus dem Schutt geborgen hat. Erst 1976 kam er dann allerdings auf das Museum zu und hat dem Museum davon berichtet und den Abguss dann an das Museum auch wieder zurückgegeben. Das heißt, viele Stücke werden wahrscheinlich überlebt haben und befinden sich möglicherweise noch irgendwo im Wohnzimmer zu Hause bei irgendwelchen Leuten. Das kann gut sein. Also wir rechnen eigentlich auch damit und wir würden uns eben sehr freuen, wenn Leute auf uns zukämen und uns auch von Abgüssen berichten, die sie noch vom alten Abgussmuseum in München haben oder vielleicht auf Flohmärkten gesehen haben und uns davon dann auch berichten.
In der Ecke stehen ohnehin viele spannende Stücke. Ich glaube, das ist auch ganz besonders spannend. Vielleicht erklären Sie uns das nochmal. Hier stehen alle Abgüsse aus der alten Sammlung, die noch erhalten sind. Dieser Kopf des Odysseus hier ist tatsächlich eines der ältesten Stücke, die wir noch haben, ist 1869 angekauft worden. Das war das Jahr der Gründung des Museums. Und hier haben wir noch ein besonderes Stück. Das ist eine Doppelherme in verkleinerter Form. Und wir sehen hier verschiedene Nummern auf dem Sockel. Das blaue hier, Inventarnummer 518, ist tatsächlich die Inventarnummer der alten Sammlung, also die Inventarnummer, die das Stück vor der Zerstörung der Sammlung hatte. Auf der anderen Seite noch ein Papierschild, 285, das verweist auf den Führer, der damals im 19. Jahrhundert publiziert wurde und in dem man nachlesen konnte, um was für ein Stück es sich handelt. Und die dritte Nummer, das sieht man hier, die Inventarnummer 9 auf dem gelben Plastikschild, das ist die Inventarnummer, die das Stück nach dem Nachkriegsende bekommen hat, als die Sammlung quasi wieder neu aufgebaut wurde und das Stück der alten Sammlung in das neue Inventar überführt wurde. Kann man denn sagen, wie viele Stücke, die Sie hier im Haus haben, wie viele davon Schenkungen sind und wie viele Sie selbst anfertigen haben können? Also das meiste sind Stücke, die in Museen angefertigt wurden und die wir dann in den Museen auch gekauft haben. Ich würde sagen, es sind ungefähr 200 bis 300 Objekte sind Schenkungen. Und dann haben wir natürlich auch sehr viele Dauerleihgaben hier von Museen, die dann aber auf Dauer hier ausgestellt werden. Dann sage ich danke für das spannende Gespräch, wieder für eine tolle Sendung. Ich hoffe, wir können bald wieder nochmal kommen, wenn weitere Schenkungen hier eingehen. Ich glaube, es wird schon bald eine neue Schenkung, also in sehr naher Zukunft eine neue Schenkung geben, die hier bei Ihnen eingeht. Um was handelt es sich da noch? Das ist ein spätantiker Cameo, den wir von einem Professor Johannes Deckers, bekommen. Er ist Ehrenvorsitzender des Vereins für spätantike Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Mit dem Verein sind wir sehr eng verbunden und haben jetzt auch schon mehrere Schenkungen vom Verein und auch von Professor Deckers bekommen. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Ja, und wir sehen uns in 14 Tagen wieder zu einem neuen Culture Talk. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie der Kultur treu.